Panoramareisen durch die Schweiz. Und damit hallo und herzlich willkommen in Rorschach. Wir fahren heute mit der Baureihe 101 einen Regionalzug durch die Schweiz bis nach Deutschland und Österreich. Wir öffnen hier in Rorschach die Türen und lassen die Fahrgäste zusteigen und gucken dann mal ganz kurz durch die entsprechende Agenda hier, wo wir langgeführt werden. Wir fahren nämlich heute mit dem Zug bis nach Lindau am Bodensee. Und ja, unterwegs gibt es einige Haltepunkte abzuklappern. Wir setzen uns direkt vorne in die Lokomotive hinein und rüsten auf, was aufzurüsten geht. Der Fahrtrichtungssender befindet sich in der Neutralstellung. Wir schalten uns also die PZB hinzu. Mit der Tastenkombination Shift und 8. Mit der Tastenkombination Shift und 6 die LZB. Und ach ja, komm, heute auch noch die SIFA. Weiter geht es mit den Lüftern, die schalten wir mal ganz kurz an. Des Weiteren, Stromabnehmer, der sollte schon oben sein. Hauptschalter dürfte auch eingeschaltet sein schon, genau. Weiter geht's mit dem Fahrtrichtungswender, den verlegen wir in die Stellung V. Die Beleuchtung im Führerraum wird mit der Taste L aktiviert, in unserem Fall mit Shift L und I für die Instrumentenbeleuchtung. Dann ganz kurz, Leuchtmelder noch überprüfen, funktionieren, okay, wunderbar. Und dann hier die Fahrzeugbremse lösen. Lokbremse wird angezogen, die Türen sind noch freigegeben, werden jetzt bitte auch geschlossen. Die AFB mit Shift A einschalten, AFB-Vorwahl auf 45 km/h und dann ein Blick zum Fenster noch raus. Der war erfolgreich. Wir lösen die Lok- und Zugbremse, schalten Leistung auf und rollen mit der 101 hier aus Rorschach aus. Ruhig ein bisschen mehr Zugkraft geben an der Stelle. Genau. Und die PZB sollte uns hier in der Schweiz, ich sag mal, überhaupt nichts anhaben, solange wir das Startprogramm erstmal noch beenden. Wir machen nochmal ganz kurz das Fensterchen auf. Verriegelung öffnen. Aufschieben, Kopf rausstrecken. Rorschach, genau. Ja, im Simulator verschieben hier auch einige Lokomotiven von der Deutschen Bahn die Güter, unter anderem die 294. Und mit der 101 sind wir hier heute auch mal in der Schweiz unterwegs. Fenster an der Stelle wieder verriegeln. Und dann geht's raus auf die Strecke. So, ganz wichtig, nicht erschrecken. Wir fahren hier nicht auf HP0 zu, auch nicht auf ein rotes Signal. Die Signale in der Schweiz stehen in der Regel links vom Gleis und deswegen haben wir hier freie Fahrt mit freier Fahrt erwarten. Ja, vielleicht auch nicht ganz so realistisch heute, dass wir eben eine Baureihe 151 hier in der Schweiz antreffen mit gehobenem Stromabnehmer. In der Regel dürfen die hier nicht alleine fahren, zumindest nicht, wenn sie nur die Ausstattung für Deutschland haben. In Österreich könnte man die Loks problemlos einsetzen, aber ja, in der Schweiz gibt es andere Regelungen. Speziell eben was die Schleifleisten hier angeht, könnte es ein Problem werden. Oder beziehungsweise überhaupt den Stromabnehmer. So, Leistung nehmen wir nochmal runter. Und dann nach Verlassen des Weichenbereichs dürfen wir sicherlich etwas schneller fahren. In dem Fall 80 km/h. Stellen wir auch direkt ein. SIFA quittieren. Und Leistung auf. Oh, die legt zu, die Lokomotive. Ja, die 101 mal im Regionalzugdienst einzusetzen, ist auch ganz cool. Und ursprünglich wird halt dieses Szenario mit der Baureihe 101 allerdings von DTG gefahren. Ich habe mir aber gedacht, hey, wir sind schon so lange nicht mehr im Dreiländereck unterwegs gewesen und ich möchte aber auch gerne das Szenario mit einer ja, etwas moderneren oder aktuelleren Lokomotive fahren. Und deswegen habe ich mich hier für die Lokomotive von den Virtual Railroads entschieden. In dem Fall in der passenden Lackierung Panoramareisen Bahntastisch CH. In Kooperation mit der Deutschen Bahn. So, Haltepunkttafel. Mit anderen Worten, wir haben einen Haltepunkt oder Bahnhof zu erwarten als nächstes. Ich weiß gar nicht, ob die in der Schweiz auch Haltepunkttafeln heißen. In Deutschland heißen sie jedenfalls so. Und nach Start geht's dann weiter mit 130.
Ganz typisch hier auch wieder für die Schweiz, die, naja, Mastbauart. Weil diese großen Querträger, die finden wir eigentlich in Deutschland sehr, sehr, sehr selten, außer auf größeren Bahnhöfen. Und in Österreich ist es mir auch nur in größeren Bahnhöfen ein Begriff. In der Schweiz dahingegen wird das sehr, sehr, sehr gerne gemacht. Ich weiß nicht, welchen Grund das hat. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, dass es Stabilitätsgründe hat. Weil so ein, ich sag mal, Torbogen aus, als Konstruktion ist bestimmt von der Statik her besser als ein einzelner Mast, der irgendwo steht. Aber da eigentlich nicht solche starken Belastungen auf diese Elemente ausgelegt werden oder ausgesetzt sind, ja, kann ich den Zweck an dieser Stelle nicht so ganz nachvollziehen. So, Türen öffnen in Fahrtrichtung links. Und dann dürfen hier unsere lieben Fahrgäste ein- und aussteigen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, wie das im aktuellen Streckenbereich hier ist. Ob wir da theoretisch mit deutschen Fahrzeugen auch fahren könnten. Ob das vom Lichtraumprofil hier alles so hinhaut. Gerade auch bei der Oberleitung. Aber wie gesagt, wir sind hier im Train-Simulator. Und ja, hier kommt uns schon die nächste 101 direkt entgegen. Im Train-Simulator ist alles möglich. Ja, yeah, die Türfreigabe müssen wir noch rausnehmen. Und dann können wir hier Leistung wieder aufschalten. Diesmal nicht nur 80, diesmal 130. Wenn es der Steuerwagen zulässt, müssen wir kurz nachgucken. Es steht dran, Zugziel Siegen können wir ignorieren. 140 sagt der Steuerwagen und die Wagen dazwischen, ja, 140 auch. Na, das heißt nicht, dass wir 140 fahren sollen. Das heißt nur, dass wir... Na? So, 130 fahren dürfen. Oh, wie schön das Pferdchen abgeht. Immer wieder toll. 101er im Regionalzugdienst. Egal, ob das jetzt hier in diesem fiktiven Szenario ist oder auch tatsächlich damals auf der Neubaustrecke, Schnellfahrstrecke Nürnberg-Ingolstadt, wo die 101 den schnellsten Regionalzug Deutschlands bespannte, nämlich den München-Nürnberg-Express. Ja, das ist ganz normal. Wobei nochmal ganz kurz, um auf den München-Nürnberg-Express zurückzukommen. Eigentlich ist geplant, dass die Baureihe 102 diesen Dienst übernehmen soll. Ich weiß jetzt aber gar nicht, ob die 102er dort schon im Einsatz sind. Also es könnte sein, dass die 101 tatsächlich noch Stand 2020, 2021 auf dieser Strecke unterwegs ist. Mit der besagten Personenzugleistung. So, nächster Halt ist dann, es ist Rheineck, Gleis 2. Ja, wie gesagt, normalerweise hätten wir jetzt die PZB hier drüben in der Schweiz nicht aktiv. Da könnten wir davon ausgehen, dass wir mit ETCS fahren dürfen. Oder halt Sub, das ist die andere Option, die es dann noch gäbe. Also Schweizer Zugbeeinflussung oder Zugsicherungssystem. So, 90 sind angekündigt. Wir nutzen schön die E-Bremse. Das macht die Lokomotive auch ganz tapfer. Runter auf 90. Und das muss erreicht werden an dieser, ich sag mal, schraffierten Tafel hier. Und da setzt der erste Regenschauer ein. So, E-Bremse voll rein. Und den letzten Rest machen wir dann noch mit der Luftdruckbremse. Und reinbremsen, genau. So, auch hier wieder Türen öffnen.
finde es auch total lustig, dass sich die Personen hier erst durch die Tür hindurch beamen und danach öffnet sich erst die Tür meistens. Zack, und da verschwindet auch der Zug mit den Interregio-Wagen. Auch hier nicht ganz so realistisch. Wir haben in Fahrtrichtung vorne einmal grün und rückwärts genauso. Wäre natürlich ein echtes Unding. Trifft man eigentlich so nicht an. So, ich sehe gerade, der Scheibenwischer in der ersten Stellung reicht nicht aus. Wir müssen hier noch ein bisschen die Wischgeschwindigkeit nach oben drehen. Dann, die Türen sind zu. Ja, schon wieder die Türfreigabe vergessen. Das ist normal mit Störung, das sagen die Lokomotiven öfters. Dann aber jetzt bitte Leistung aufschalten. Und raus aus dem Bahnhof Rheineck. Da blitzt es auch schon in der Oberleitung. Die ersten Abrissfunken kommen wieder. Das ist nichts Schlimmes. Das tritt nur dann auf, wenn zwischen Schleifleiste des Stromabnehmers und Fahrtrad ja, entweder mal kurz ein kleiner Abstand ist. Oder wenn zum Beispiel die Oberleitung vereist ist. Oder irgendwelche anderen ja, kleinen Unterbrechungen dazwischen auftreten. Aber solange das nicht brennt da oben oder dauerhaft ununterbrochen flackert, ist es nichts Schlimmes. Das ist ganz normal. So, wir dürften weiter 90 fahren, dachte ich, ne? Und 130 wieder, okay. Auch sehr schön. Oh ja, der Regen. Und ich dachte, es wird heute eine Fahrt, die dauerhaft bei Sonnenschein stattfindet. Aber nein, da wurden wir getäuscht. Was ich ja auch sehr cool finde, ICE 1 in der Schweiz fahren. Weil die haben ja speziell auch nochmal einen extra Stromabnehmer mit auf dem Dach drauf. Mit dem sie dann eben in die Schweiz rein können und ja, an der Grenze, meistens eben in Basel, Badischer Bahnhof, wird dann auf Schweizer Zugsicherungssystem, in dem Fall ETCS, umgeschalten. Weil der Abschnitt zwischen Basel, Badischer Bahnhof und Basel SBB, der müsste dann schon mit ETCS ausgerüstet sein. Speziell ETCS Level 1 sollte in, ich glaube, Basel-Badischer Bahnhof noch anfangen. Wenn nicht sogar schon davor. So, letzter Halt wahrscheinlich vor der Grenze. Danach dürften wir das erste Mal in Österreich reinhüpfen. Das ist übrigens auch der Grund, wieso sich das Szenario ein Hüpfer durch drei Länder nennt. Und das müsste, soweit ich weiß, zur Strecke Dreiländereck mit dazugeliefert werden. So, jetzt lassen wir aber die Fahrgäste hier voll im Regen raus. Das ist total fies. Außer die im letzten Wagen. Die haben die Möglichkeit, direkt auszusteigen. Und zwar noch unter dem Bahnsteigsdach. Ja, die Strecke Dreiländereck, die ist jetzt für den Train-Simulator schon, ich würde sagen, recht alt. Aber dennoch, ich finde, die Strecke ist vom Aussehen her auf einem ja, durchaus sehr spielwerten oder auf einem sehr erlebnisreichen Zustand noch. Besonders gefällt mir halt auch hier, dass wir eine entsprechende Mischung haben zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mir ist jetzt aktuell keine Strecke bekannt, wo das noch der Fall ist. Mir würde jetzt nur zum Beispiel die Südbahn einfallen, wo wir eine Überschreitung der Landesgrenze haben. Dann die Strecke Rosenheim-Kufstein. Nicht Rosenheim-Kufstein, die Strecke Rosenheim-Salzburg. Dort wäre das noch der Fall.
Genau, und der Rest, das müssten alles nur normale Trennstellen im Netz sein, wenn es da um so Geschichten geht, wie Stromaufnehmer runter oder Hauptschalter aus. Da fällt mir jetzt speziell erstmal nichts ein. Also ich denke, wir haben sicherlich noch ein paar Landeswechselstellen mit drin, oder ja, Wechselstellen, wo wir eben Stromaufnehmer und so weiter wechseln müssen. Gut, ein Brenner jetzt vielleicht noch, könnte man damit anführen. An der Stelle allerdings dann eben für Österreich, Italien. So, wenn wir jetzt hier ganz kurz das Fenster aufmachen und einen Arm rausstrecken, können wir einen High Five geben zu unserem Kollegen drüben. Der steht hier mit einem Güterzug noch vor dem Gleissperrsignal. Genau, jetzt geht's hier oben für uns ja, den Hügel hinauf, dann müsste dahinter eine Brücke kommen, welche einen Fluss überspannt. Also 60 dann. Und dann kommt die Grenze Österreich-Schweiz. So, hier jetzt ganz wichtig. 60 an der AFB einstellen. Dann, sobald wir in dem Streckenbereich drin sind, Leistung aufschalten. Die 60 beibehalten. Und dann auch schleunigst den Hauptschalter ausschalten. Schleunigst. So, Geschwindigkeit aufnehmen. Dann Leistung raus. Zurück, runter auf 0. Na, ist es schon die Brücke oder ist die nächste? Ja, die nächste ist es. Siefer wegquittieren. Hauptschalter raus. Davor schon darauf achten, dass eben die Leistung bei 0 ist. Hier kommt die Ankündigung. In Deutschland wäre es das Signal EL1V. Daraufhin würde das Signal EL1 in Deutschland folgen. Heißt aber hier nicht so. Ganz kurz nochmal die Schildchen mit zeigen. Hier steht dann noch extra nochmal Achtung Staatsgrenze. Staatsgrenze in Rhein-Mitte. Kein Grenzübertritt. Genau. Also über den Rhein geht es jetzt für uns drüber. So, das hier wäre in Deutschland das EL1, heißt in der Schweiz anders. Und das hier dann das Einschaltsignal EL2, wo wir den Hauptschalter wieder aktivieren dürfen dahinter. Insofern alle elektrischen Verbraucher eben hin drüber gefahren sind. Genau, und von drüben hätten wir dann auch nochmal die, ich sag mal, gleichen Signaltafeln, aber halt in einer anderen Form. Das ist quasi dann hier wieder für Österreich. Sieht in Deutschland ja eigentlich genauso aus. Hier auch nochmal so die Zeichen. So, dass man wirklich von beiden Landesseiten unterschiedliche Zeichen mit drin hat. Unterschiedliche Signaltafeln. Und ja, so schaut's aus. Ich finde halt auch das Schild so krass, dass hier wahrscheinlich davor irgendwie Leute versucht haben, einen Grenzübertritt hinzulegen. Indem sie irgendwie über diese Brücke drüber stolzieren wollten. Das Überschreiten der Gleise ist verboten. Selbstverständlich. So, 60 haben wir auf dem Tacho. Und halt erwarten. Wir sind in Österreich. Ganz wichtig, hier sollte jetzt die PZB wieder funktionieren. Deswegen wachsam, wachsam. Und dann im nächsten Bahnhof bitte anhalten. Die 90 haben wir wahrgenommen. Siefer wird quittiert. 90 werden schon eingestellt an der AFB. So, 40 haben wir unterschritten. Da dürfte uns am 500er auch nichts mehr passieren. Den Kollegen noch ganz kurz gegrüßt. Mit der 143. Na gut, vielleicht hält er hier an der Grenze an. Wäre auch nicht so die richtige Lokomotive, um in die Schweiz reinzufahren. So, wir halten hier bitte vor dem 500er an. Ich sehe jetzt noch nicht, ob das Signal schon auf grün umgesprungen ist, aber da dort vorne noch nichts Rotes leuchtet, würde ich mal annehmen, dass das schon grün geworden ist. Und damit sollte der 500er sowieso inaktiv sein. Ich habe auch das Gefühl, es klart etwas auf. Die Sonne kommt langsam wieder heraus. Ja, es klart auf.
Sehr schön. Dann weg mit dir, lieber Scheibenwischer. Wir machen dich gleich nochmal ganz kurz an, um die letzten Tröpfchen auf der Scheibe noch wegzuwischen. Aber alles andere dann wunderbar wieder im Sonnenschein erleben. So, da hinten scheppert es an der Tür. Einmal noch kurz hier Scheibenwischer an und dann bitte wieder aus. Bremsen lösen, E-Bremse auf 0. Und dann heißt es für uns Türfreigabe, genau. Dann heißt es für uns abfahren. Nicht Störung, nicht Türfreigabe. Es heißt für uns abfahren. So, ganz wichtig, überprüfen, ob der 500er hier aktiv wird. Wird er nicht. Dennoch ist hier das Wechselblinken aktiv und die 1000er-Überwachung. So. Befreien wir uns draus und dann können wir Gas geben. Nächster Halt, Bregenz-Riedenburg, Gleis 2. So schöne Lokomotive, wirklich. Gerade auch nochmal diesen Schweiz-Repaint. SwissTravelSystem.com mit Bus, Bahn und Schiff. Ja, hier, was das jetzt für ein Zug ist, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall hier die Außenseite der Lokomotive ist bepflastert mit Werbung, was auch für die 101er relativ typisch ist, denn das sind so die Lokomotiven, glaube ich, im deutschen Streckensystem oder bei der Deutschen Bahn, die am meisten mit Werbung irgendwie voll gepinnt werden. Ob das für die Bahn selbst ist, für Unternehmen, die Werbeflächen auf Lokomotiven gemietet haben, unter anderem für Feders kenne ich da Werbung, für den Hertha BSC, die Bundespolizei, die normale Polizei auch, für Saturn gab es was, für Star Wars, für Lego Star Wars, für die Azubis der Deutschen Bahn, für die Kampagne gegen Hass und Gewalt, vom, ich glaube, Kika gab es eine, also vom Kinderkanal gab es eine Werbung, vom Deutschen Bauhausmuseum, einen Wiedervereinigungs-Repaint, also ganz, ganz, ganz viel wirklich, was auf diesen Lokomotiven an Werbung schon Platz gefunden hat. Ist wirklich sagenhaft. Ähnlich so ein bisschen zum ÖBB Taurus, der ja auch in Österreich relativ oft mit irgendwelcher Werbung zugepinnt wird. Und gerade die 101, die ja auch in sehr großer Stückzahl in Deutschland verbreitet ist. Und speziell da halt für den... wir müssen abbremsen. Nein, wir müssen nicht abbremsen. Oder ja, welcher eben auch in Deutschland speziell für den schnellen Reisezugverkehr eben gedacht ist, hat ja eine sehr große Stückzahl und dadurch ist es natürlich auch, ja, unter anderem eine Möglichkeit, diese Lokomotivfamilie mit entsprechend viel Werbung zuzupflastern. Besonders schön eben auch für die Werbeträger oder für die Werbenden, dass eben bei den Lokomotiven das Anbringen der Werbung nicht allzu schwierig ist, weil eben die Außenhaut schön glatt ist. Das würde bei einer 189er, 187er viel schwieriger ausfallen, wenn die eben so geriffelte oder gesickte Wände hätten. Wobei sich das da auch wieder von Version zu Version unterscheidet. Aber speziell bei der 101er, da ist das relativ leicht. Und gerade auch die große Stückzahl macht sich halt dahingegen bemerkbar, dass a, sehr viele verschiedene Varianten dieser Lokomotive unterwegs sind. Unter anderem, ich sag mal, die schweiztauglichen mit ETCS, dann die vier Varianten für den Metropolitan Express Train, kurz MET oder MET, je nachdem, wie man es aussprechen möchte. Wobei diese Varianten der Baureihe 101 für bis zu
220 km pro Stunde ausgelegt sein sollten. Und das auch immer noch. Und dann halt die normalen 101er für den innerdeutschen Verkehr, wo wir eben PZB, LZB und SIFA drauf haben. Und ja, das reicht den Lokomotiven. Und speziell, ich glaube, im Jahr oder in den 90er Jahren sind die 101er ja auf die Schiene gekommen in Deutschland und haben dadurch nach und nach die allseits bekannte Legende auf Schienen, die Baureihe 103, langsam abgelöst. So, der 500er scheint hier nicht aktiv zu sein. Demnach können wir etwas schneller hier weiterfahren. So, 60 dann bitte. Bregenz-Riedenburg. Alles klar. So, wir sind in Österreich. Das heißt, es geht für uns wieder auf die in Fahrtrichtung rechte Seite des Gleises. Oder der Strecke. So, aus der PCB befreien wir uns an der Stelle auch nicht. Das ist in Österreich so, ich sag mal, gang und gäbe, wenn man sich hier so an die Regeln halten möchte. Dann 120 und hier kommt dann der Haltepunkt. Ah, die E-Bremse. Doch, jetzt kommt sie. Ja, alles gut. So, Türen öffnen. Fahrgäste reinhuschen lassen. Oh, das hätte gereicht. Wir hätten auch mit der Lokomotive direkt am Bahnsteigende anhalten können. Aber na gut. So, Lokbremse wieder anziehen. Zugbremse selber ist gelöst. Türe entriegeln. Fenster entriegeln. Mal nach vorne schieben. Zack. Kopf rausstrecken. Ah, wir haben gebogenen Bahnsteig. Da sehen wir jetzt nicht ganz wahrscheinlich, ob alle Türen schließen. Ah, doch. Wir können es einigermaßen einsehen. Gut, und wenn die alle geschlossen sind, heißt es für uns, Lokbremse lösen. Kopf zum Fenster raus, ein letzter Prüfblick. Und dann den Leistungshebel nach vorne einmal auf den Tisch legen. Sich schon einstellen. Fensterverriegelung hinein. Und dann geht's los. So, der Hauptbahnhof von Bregenz soll dann auch gleich kommen, ne? In 2,2 Kilometern. SIFA noch schnell wegdrücken. Bestem Wetter übers Gleis. Na, die Außenansicht spare ich mir an der Stelle mal. Ach so, Bahn 110. Ja, dann tangiert uns das peripher. So, HP0, 110 und dann geht es hier mit der Geschwindigkeit weiter runter. 60. Und halt erwarten. Wie schön diese E-Bremse hier funktioniert. Also ganz ehrlich, die E-Bremse von der 101er bei einem kurzen Zug, die wirkt sowas von genial. Und auch in echt bei längeren Zügen, die E-Bremse ist wirklich ein wahres Wunderwerk für die Technik. Verschleißfrei, rekuperativ
und zugleich noch leistungsstark. Türfreigabe. Ja, Türfreigabe ist aktiv. Dort vorne halt. Aber wir wollen die Fahrgäste nicht so weit laufen lassen. Deswegen Türen hier schon öffnen. Die können dann aussteigen und direkt sich hier auf den Weg zum Bus, zum nächsten Zug oder so machen, indem sie einfach ganz kurz auf die Rolltreppe springen und die funktionieren hier sogar. Rolltreppe fahren, nach oben kurz. Und das ist halt auch nochmal so ein Detail, wieso ich die Dreiländereckstrecke immer weiter empfehlen kann. Sogar hier oben sind die Bahnsteige angezeichnet. Der ganze Übergang hier wurde mit modelliert. Sogar Personen finden sich hier oben drin wieder. Also wirklich, da hat man sich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Das ist echt eine schöne Strecke. Auch wenn die Person jetzt hier übernatürliche Kräfte hat und fliegen kann. Ja, das ist toll gemacht. Auch hier das Landschaftsbild so. Wirklich, die Dreiländereckstrecke, die macht Spaß. Türen zu. Simse. Und dann können wir abfahren. Ganz wichtig für jeden Lokführer, der unter 500 Hertz Beeinflussung anfährt, bitte nicht schneller werden als 25, sonst hagelt es eine Zwangsbremsung. Also merkt ihr das, wenn du als Lokführer im TS unterwegs bist, mit eingeschalteter PZB, wohlgemerkt. Deswegen auch nicht die 25 komplett ausfahren, da gibt es meistens einen kleinen Toleranzwert, ja, aber bei 25 ist es meistens schon zu spät. Deswegen langsam bis zum Signal vor. Wenn der 500er erlischt, dann können wir schneller fahren. In dem Fall jetzt 40 erstmal. Und da wir hier die 50 angeschrieben haben und sich die PZB jetzt beruhigt, weil ich mich befreie, können wir auch die 50 fahren. So. Ich weiß nicht, halten wir hier wieder an? Bregenzerhaven? Natürlich. Wir halten auch in Bregenzerhaven. Ja, und hier drüben geht es dann halt in das Gleis Richtung Lindau. Und das andere ist, soweit ich weiß, sogar ein Stumpfgleis, ne? Na, gucken gleich mal rüber. Ja, genau. Sehen wir sogar schon aus dem Führerstand. Da steht ein Prellbock. So, aber nur mit E-Bremse halten wir nicht an, das geht nicht. Die rekuperative Bremse wirkt nur bei höheren Geschwindigkeiten. Na, wir sollten vielleicht das Fenster ausmachen, bevor wir den Kopf zur Scheibe hindurchdrücken. So, jetzt geht das Ganze auch. Bitte auf der rechten Seite rausgucken. Genau. Genau, und wenn wir aus Bregenzhaven raus sind, haben wir noch einen oder zwei Haltepunkte vor uns. Und dann sind wir auch schon in Deutschland. Denn aktuell zu unserer Rechten, in Fahrtrichtung links, haben wir den sogenannten Bodensee. Der ist hier drüben. Das ganz, ganz, ganz große Wasser hier. Große Pfütze. Und sogar der Dampfer hier, der raucht. Cool. So, Türen haben sich geschlossen. Freigabe wird rausgenommen. E-Bremse gelöst. Luftdruck haben sie gelöst. Luftdruckbremse ist schon bei 0. Und let's go. Es beginnt zu regnen. An einem so schönen Tag muss natürlich auch ein bisschen was an Regen runterkommen. Irgendwie muss es ja hier erschwerte Bedingungen geben. So, wie viel dürfen wir fahren? 100 dächtig, ne? Wir gucken mal in unseren fiktiven Fahrplan hinein. Da unten steht 100. Natürlich nur dann, wenn wir das Setup-Display öffnen. Und ja, der Fahrplan hier drüben, der gilt dann für den Kollegen, wenn er aus Linda raus ist und in Konstanz irgendwie ankommen sollte,
Scheiben wieder ein Stückchen hochstellen. Die armen Leute, die sitzen hier bei Regen auf der Bank. Ja, da wurden sie vom Wetter überrascht. Das ist immer so das Unangenehmste eigentlich, was einem passieren kann, so wenn man draußen ist. Hier unten liegen schon neue Schienenstränge im Gleis oder vielleicht auch alte, die schon ausgetauscht wurden, aber noch nicht abtransportiert. So, Leistung nehmen wir an der Stelle schon raus. Ist bei Null. Der nächste Bahnsteig kommt gewiss. Und tada! Wir sind in Lochau. Nach Lochau kommt, wie angekündigt, der Grenzübertritt, der nächste Grenzübertritt zwischen Deutschland und Österreich. Hier war wahrscheinlich auch gerade schon die Grenzpolizei. Denn auch die steht gerne mal an den Bahnhöfen, ja, vor den Landesgrenzen. Sowohl hier in Lochau als auch zum Beispiel in Basel, Badischer Bahnhof. Dort stehen sie gerne, ja, also soll jetzt hier kein Tutorial werden zur Landesflucht, aber das nur mal so als kleiner Hinweis, wenn man dort eben unterwegs ist. Vielleicht sollte man irgendwie einen Pass dabei haben. Das ist dann schon von Vorteil, würde ich meinen. Erleichtert einiges. So, Lochau, Hörbranz. Mal ganz kurz nach drüben. Und hier hätten wir auch nochmal direkt ein Polizeiauto aus Österreich. Erkennt man mal diesen rot-blauen Streifen. Wobei es ja eigentlich gar nicht nötig sein sollte, irgendwie einen Pass in dem Sinne mitzuführen. Zumindest wenn man sich eben nach Österreich hinein begibt, aber sicher ist sicher. Lieber einen eingepackt. Natürlich mit der Voraussetzung, man hat einen. Da gibt es natürlich auch noch die andere Variante. So, SIFA quittiert. Dann wird hier das EL1V kommen. Genau, die Ankündigung fürs EL1. Also Ankündigung, Hauptschalter aus. So, Leistung runter auf 0. E-Bremse ist auf 0. E-Bremskraft ist dann nicht mehr verfügbar ab jetzt. Dann geht es hier ein weiteres Mal über die Staatsgrenze. Genau, und dann nochmal ganz kurz hier das Bild anhalten. Dann sehen wir jetzt hier den Grenzübertritt nach Deutschland. Der Zug ist wieder drin. Und dann können wir hier den Hauptschalter wieder einschalten. Leistung wieder aufschalten. Und dann müsste, glaube ich, auch gleich Lindau erreicht werden. Genau. 6 Kilometer noch. Grüß dich, Kollege. Für den geht's nach Österreich rein. Wow, wow, wow. Da hat die Leistung jetzt schlagartig ausgeschlagen. Und genau das versucht man eigentlich zu vermeiden, wenn man eben Leistung aufschaltet. Gerade auch nach so einer Geschichte wie Hauptschalter aus. Dann eben langsam den Leistungshebel nach vorne legen. Und zusehen, dass eben die Lokomotive einem da nicht ausreißt. Und die ganzen Fahrgäste hinten durchschüttelt. Das ist nicht Sinn und Zweck. Das war jetzt hier, weil ich zu schnell zu viel Leistung aufgeschalten habe und die Lokomotive quasi mit der Ansteuerung nicht hinterherkam. Wobei das auch auf einer echten Lokomotive nochmal einen ganzen Ticken langsamer ausfallen würde. Muss man einfach so sagen. Die sind, was sowas angeht, ein bisschen schwerfälliger. Eben weil da auch sämtliche Rechner noch am Rechnen sind, wie viel Bremskraft oder wie viel Leistung kann jetzt freigegeben werden. Das Ganze wird dann meistens, denke ich mal, auch noch redundant gemacht. Also sprich, dass dort die Werte überprüft werden. Also der Computer wird nicht nur sagen, einfach kann es Leistung geben und den Rest überlässt er dann der Lokomotive. Ob das Signal dann da richtig interpretiert wurde, da kommt sicherlich eine Art Prüfsumme hinterher oder so. Aber das geht jetzt ein bisschen zu tief hinein in die Technik, würde ich meinen. Ne, und dann würde das dann in der Lokomotive angesteuert werden.
So, DB-Anlage. Und 90. Ja, sind bestimmt vermint, ne? So, 90 eingestellt. Ja, da vorne kommt schon wieder Langsamfahrt. Da sparen wir es uns, Leistung aufzuschalten. Im Gegenteil, wir werden sogar gleich noch ein bisschen weiter runterbremsen. Und hier dann noch 50. Ah, okay. Dann gleich nochmal. Und ein weiteres Mal. So, ein 500er dürfte nicht auftauchen. Es wurde keine Geschwindigkeit kleiner 40 signalisiert. Und auch kein Halt. Nur die SIFA, die darf sich melden. Ja, und damit neigen wir uns dem Ende der Fahrt zu. Wir trudeln so langsam aber sicher in den Kopfbahnhof von Lindau ein. Ab dort wird sicherlich ein Kollege den Zug für die Weiterfahrt übernehmen. Und ja, ich möchte schon mal die Gelegenheit nutzen und mich für deine Aufmerksamkeit bedanken. Schreib mir gerne einen kleinen Kommentar unter das Video hinunter. Und ja, dann können wir dann nach Möglichkeit ein bisschen interagieren. Freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ansonsten, wenn du es noch nicht gemacht hast, Kanal abonnieren, Däumchen nach oben geben, wenn es dir gefallen hat, und wenn nicht, dann runter. Ja, ansonsten gerne vielleicht mal hineinschreiben, ob du dir mehr vom Dreiländereck wünschst oder nicht. Aus meiner Sicht, wie gesagt, eine sehr, sehr schöne Strecke, welche ich immer wieder gerne fahre. Und ich hoffe, dir geht es da genauso oder ähnlich. Das Imposanteste, wenn man so in Lindau einfährt, in den Hauptbahnhof. Links ist Wasser, rechts ist Wasser und von oben kommt auch noch Wasser. Also mehr Wasser geht nicht. Genau, bei 30 km pro Stunde meldet sich auch von der Lokomotive immer die Türfreigabestimme. Könnt ihr AFB jetzt mal auf 30 anstellen. So, hier nochmal Gas geben. Grüß dich, Kollege. Kurz mit dem Fernlicht. Der Typ steht viel zu nah am Gleis. Normalerweise Schnellbremsung, ne? Sparen wir uns das aber echt mal. Da müssen wir eben ein bisschen anstupsen mit der Lokomotive. Nee. In echt machen wir sowas nicht. Das geht nur schief. So. Ein letztes Mal. Das Führerbremsventil betätigt für die heutige Fahrt. Und dann bringen wir den Zug in Lindau Hauptbahnhof zum Stehen. Ja, und wenn du das Ganze hier unterstützen möchtest, hast du die Möglichkeit, auf der Kanalwebseite unter www.thinknewflynew.de auf freiwilliger Basis das Ganze mit einer kleinen Spende zu unterstützen. Würde ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Ist kein Muss, ist aber eine, ja, ich sag mal, echt schöne Geste. Und ansonsten, auf der Webseite findest du auch sämtliche Szenarien. Kannst du dir runterladen, auf deinem eigenen Rechner im Train Simulator verwenden. Alles mögliche an Tipps und Tricks, was ich dann noch so mit eingefügt habe. Gerade auch viele Fragen, die immer wieder und oft zum Train Simulator gestellt werden, findest du dort erklärt. Du findest dort ein ganzes Handbuch an Videos, was man zum Beispiel im Train Simulator alles machen kann, um Fehler zu beheben. Selbiges auch für Train Sim World. Also da auf jeden Fall mal vorbeischauen, wenn es irgendwelche Fragen gibt zum Simulator, zu irgendwelchen Problemen, vielleicht auch mit den einzelnen Szenarien. Dort mal vorbeischauen, die ja, entsprechenden Anleitungen abklappern und wenn es dann immer noch nicht geht, ja, irgendwie vielleicht noch anders Hilfe suchen. Aber bevor halt immer 100-mal dieselben Fragen gestellt werden, guckt auf die Webseite mal drauf, www.thinknewflynew.de. Dort gibt es vieles erklärt. So, leider waren sie etwas zu spät unterwegs. Beim nächsten Mal geht's bestimmt besser. Na gut,
dann beim nächsten Mal nach Möglichkeit pünktlich, aber ich wollte hier irgendwo den Realitätsbezug herstellen. In dem Sinne, mit dem kleinen Gestänkere, sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal und allseits gute Fahrt.